Am Josefstag, den 19. März, waren Väter und ihre Kinder zum gemeinsamen Brunch im Abenteuerspielplatz Dreckspatz in Schaan eingeladen. Die kulinarische Auswahl war prächtig, die Stimmung sehr gut, nur die Sonne wollte sich nicht zurecht zeigen. Ein Umstand, der die Kinderanimatorin Anna Seger gleich musikalisch inspirierte. Die Biber macht der Marga mit der Sonne im Herz. Die Biber macht der Marga mit der Sonne im Herz. Die Biber macht der Marga mit der Sonne im Herz. Das klingt ein schöner Tag. Glory, glory. Eine besondere Spezialität servierte der Oberdreckspatz, Steinkaffee. Ein Stein wird für 10 Minuten ins Feuer gelegt, dann herausgenommen, natürlich nicht mit bloßen Händen, das versteht sich von selbst, und in lauwarmes, mit reichlich türkischem Kaffeepulver versetztes Wasser gegeben. Der Geschmack würzig, mit einem Hauch von Abenteuer, passend zur Lokalität. Auch für die paar, die kommen, die paar ganz hartgesottenen Dreckspatzen mit ihren Eltern, die sind da und egal ob es Wüstwetter ist, es gibt ja manchmal Wüstwetter am Mittwoch oder am Samstag und es gibt trotzdem Kinder, die da sind und spielen. Das macht den Kindern eigentlich weniger aus als den Eltern. Es sind bestimmt die Eltern, die daheim geblieben sind heute. Etwa 20 Personen waren vor Ort, doch diese hatten relativ großen Appetit und aßen für die daheimgebliebenen Warmduscher gleich mit. Wir sind jetzt das erste Mal da, wir kennen die Anna persönlich und wir sind auch überrascht. Schön ist es, wenn wir mal kommen können, wenn es dann offen ist und wenn die Kinder umeinander tollen können. Und also es ist gemütlich gemacht, es hat viel zu essen da und ich denke, es wäre schön, wenn noch viel mehr Väter gekommen wären. Gefällt mir hier sehr gut, dass es draußen ist und trotzdem ohne schönes Wetter. Aber wir haben Spaß hier alle zusammen feiern und mit meinem Sohn zusammen. Und ich habe Spaß, ja, weil das ist draußen, viele Leute da und ja, grillieren können. Und kein schönes Wetter, aber wir sind glücklich.